Also ich war eben in Norden Sardiniens, in einem kleinen Ort, der Golf Orange heißt, in einem Vier-Sterne-Hotel eben, und an der Rezeption war ich tätig. Also am Anfang war es ein bisschen schwer, da man sofort gleich mit Italienisch konfrontiert geworden ist und bei der Arbeit es geheißen hat, nein, das musst du auf Italienisch machen. Aber dann nach einer Woche ist man reingekommen und mit den Kollegen habe ich mich auch mit allem sehr gut verstanden und hat alles gepasst. Und also ich habe dann nur mehr Italienisch geredet. Also da waren dann gar keine Probleme mehr. Mir ist es sehr aufgefallen, dass erst um Mitternacht bei den Italienern auch das Leben anfängt. Also dass ab 12 Uhr die Straßen dann voll sind und die Bars besetzt sind. Und auch vom Tourismus, also von den ganzen Bootsfahrten und Stränden, lebt Sardinien sehr. Ja, die Berge eben, das frische Wasser und dass es nicht jeden Tag 35 Grad hatte, weil es echt heiß immer war und ich habe 3,5 Monate keinen Regen gesehen. Und deswegen ja generell die Landschaft hier auch in Kärnten und ja. Ja, also ich würde es jedem weiterempfehlen, weil es ist echt eine große Chance und die bekommt man nicht so schnell wieder und diese sollte man, finde ich, nutzen. Und man lernt echt viel Neues dazu und das stärkt auch das Selbstbewusstsein. Und man ist auf sich alleine gestellt. Deswegen denkt man auch sehr viel drüber nach, wie ich es machen würde. Und deswegen empfehle ich es jedem weiter.